Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Und ich frage mich die ganze Zeit, was das für... Ach, das sind die da hinten, die am Hämmern sind. Hört ihr das? Und ich frage mich da die ganze Zeit vor der Aufnahme, was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Das ist aber wirklich ein ganz schön nervtötendes Geräusch. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Vorab, und das geht mir ganz schön auf den Sack, ich gehe mal ganz kurz ins Hauptmenü, wo wir auch noch ein paar S-Level vergeben müssen. Auf jeden Fall erstmal ganz kurz aus technischer Sicht. Ich sagte ja schon, bei Part 5 müsste es gewesen sein, dass die ersten beiden Parts, beziehungsweise auch leider der dritte Part, gegen Ende so ein bisschen asynchron war, was den Spielsound und das Spielbild angeht. Das müsste ich jetzt inzwischen eigentlich erledigt haben. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es an meinem Renderprogramm lag und ich habe mir jetzt noch alternativ ein weiteres besorgt. Da dauert das Rendern zwar fast doppelt so lange, aber das ist es mir wert, denn dieses Asynchrone ging mir sehr, sehr auf den Keks. An dieser Stelle nochmal sorry dafür. Aber wie gesagt, ab Part 4 sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten. So, und was wollte ich noch sagen? Ach ja, noch eine andere Kleinigkeit. Und das war mal wieder ein Beleg dafür, dass ich einfach ein unheimlich gutes Timing habe. Denn einen ganzen Tag, wirklich nur einen einzigen Tag, nachdem ich den ersten Part dieses Projekts hier hochgeladen habe, wurde angekündigt, dass zu Final Fantasy X der HD Remaster Version auch eine PC-Version erscheinen wird, die inzwischen auch für Steam oder über Steam erhältlich ist. Und ich habe jetzt sogar eine Zeit lang mit den Gedanken gespielt, mir die PC-Version, also die Steam-Version zu besorgen und es da eventuell weiter zu spielen, weil es A, für mich etwas leichter aufzunehmen wäre und weil es B, grafisch auch ein bisschen besser aussieht und auch ein, zwei weitere kleine Features hätte, die die PS3-Version eben nicht hätte. Aber dann dachte ich mir, ach Leute, scheißen drauf. Wir ziehen das jetzt hier mit der PS3-Version durch. Und das geht mir echt unheimlich auf den Sack, diese Hämmergeräusche da. Egal, wir wollen turnen ja sowieso nochmal ganz kurz ins Hauptmenü, bevor wir weitergehen. Und zwar müssen wir noch ein paar Sphero-Level verteilen. Und wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal, dass wir auf Yunas Sphero-Brett oder auf ihrer Route unterwegs sind. Sie hat von Anfang an die beiden Zauber Medica und Vita als Weißmagierin. Und wir könnten ihr auch noch eine Ability mitgeben. Nämlich den Ability Heap. Was der bewirkt, kann ich vielleicht in einem der nächsten Kämpfe euch zeigen. Und ich habe auch zwischen den Parts mal drüber nachgedacht, ob ich die Charaktere auf andere Routen schicken soll. Oder ob wir da die klassischen Routen bevorzugen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir doch lieber die klassischen Routen machen sollten. Sprich, Yuna wird tatsächlich den Part der Weißmagierin übernehmen. Und sie kann schon mal ein paar Felder voranschreiten. Und hier wird sie gleich zwei neue Abilities erlernen. Nämlich Ex-Eis. Und das andere habt ihr, glaube ich, auch gerade schon kurz gesehen. Ex-Feu. Das sind Zauber, die uns vor gegnerischen Elementen schützen. Ex-Eis natürlich gegen Eiszauber und Ex-Feu zum Beispiel gegen Feuerzauber. Dementsprechend kommen später noch Ex-Blitz und Ex-Was. Aber wie das genau im Kampf aussieht, werden wir später auch noch uns genauer anschauen. Dann kurz zu Lulu. Und auch sie wird ihren klassischen Weg gehen, nämlich den der Schwarzmagierin. Da gehen wir auch gleich mal ein paar Schritte voran. Und können ein paar Wundersphyroiden benutzen, Zauberabwehr und die MP steigern, was für eine Magier oder eine Magierin natürlich wichtig ist. Dann haben wir den guten Walker. Der wird den Pfad hier links bestreiten. Mal gucken. Ja, ich habe keinen Quatsch erzählt. Das ist tatsächlich sein Pfad. Und auch da gehen wir gleich mal drei Felder voran. Und da können wir sogar gleich drei Spheroiden aktivieren. Einmal, um seine Magie zu steigern. Ja, man kann Walker später auch ein bisschen magisch spielen. Aber auch dazu später mehr. Seine Trefferquote und sein Geschick. War es sein Geschick? Ja, haben wir jetzt auch gesteigert. Sehr schön. Tidus können wir auch zwei Felder immerhin bewegen. Das machen wir auch zugleich. Auch bei ihm können wir
seine Trefferquote um einen steigern. Und wir brauchen so langsam Zeit für Ruiden. Haben wir noch einen einzigen. Und wir können auch eine Ability erlernen, nämlich die Ability und Tschüss. Die ermöglicht es uns, sehr schnell aus dem Kampfgeschehen zu flüchten, was uns später auf jeden Fall nützlich sein wird. Und jetzt haben wir noch Kimari, unser Neuzugang in der Gruppe. Und der ist in der Form besonders, nämlich unabhängig davon, ob wir das Profi- oder das Standard-Sphero-Brett am Anfang des Spiels ausgewählt haben. Kimari können wir nämlich auf jede beliebige Route schicken. Sprich, wir könnten ihn Walker nachziehen lassen. Wir könnten ihn auch zu einem Nahkämpfer machen. Also Tidus-Route folgen lassen. Oder wir können ihn zu einem Weiß- oder auch zu einem Schwarzmagier werden lassen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was wir mit Kimari machen. Er befindet sich momentan genau in der Mitte des Feldes. Hier ist gerade ein Sphero-Stopp. Wir könnten ihn auch diese Route theoretisch, oder hätten ihn diese Route theoretisch abgehen lassen können, wenn da halt kein Sphero-Stopp zwischen wäre. Zu welchem Charakter die Route gehört, das haben wir, glaube ich, schon auch relativ am Anfang des Spiels gesehen. Aber da können wir halt nicht lang. Und jetzt ist echt die Frage, wo sollen wir Kimari hinschicken? Hätte ich mir vielleicht vorher echt Gedanken machen sollen. Ah, den Blindhieb kann er so oder so mitnehmen. Sollten wir uns zum Beispiel entscheiden, dass er hier unten lang gehen soll. Weißmagier? Brauchen wir einen zweiten Weißmagier? Oder doch eher ein Schwarzmagier? Boah, hätte ich mir vielleicht mal offscreen vorher Gedanken machen sollen. Vielleicht doch eher Richtung Schwarzmagier. Wisst ihr was? Wir machen ihn, glaube ich, zu einem Schwarzmagier. Oder, oh, ich weiß es nicht. Oder doch lieber Tidus Richtung hinterher. Ach, Leute, das dauert jetzt gerade vielleicht ein bisschen sehr lang, aber das ist natürlich für den späteren Verlauf sehr entscheidend, was wir mit den guten Kimari tun. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir schicken ihn tatsächlich auf den Schwarzmagierpfad, oder? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Oder doch Weißmagier? Wisst ihr was? Schwarzmagier war mein erster Gedanke. Und der erste Gedanke ist auch meist der richtige. Den Blindhieb kann er trotzdem so oder so noch mitbekommen. Und auch die Abwehr immerhin schon mal um 2 gesteigert. So, haben wir das auch schon mal hinter uns gebracht. Und es sind nur oder erst 8 Minuten vergangen, wo wir noch überhaupt nichts gemacht haben. Deswegen jetzt mal ganz schnell zurück zur Story. Beim letzten Mal waren wir ja mit diesem Schiff unterwegs, welches auf offenem Meer von Sin attackiert wurde. Zwar haben wir selbst mit viel Glück überlebt, aber die nächste Stadt, die wir angesteuert haben und wo wir jetzt auch angekommen sind, nämlich Kidika, wurde von Sin, ihr seht es vielleicht, fast vollkommen zerstört. Es gab wirklich sehr viele Opfer. Und Yuna sagte am Ende des letzten Partes, dass sie eine sogenannte Besegnung, nannte sie es, glaube ich, durchführen will. Was genau das ist, werden wir gleich herausfinden. Vorher können wir uns vielleicht noch mit ein, zwei Leuten unterhalten. Schatz, du lebst also doch? Oh. Aus der Traum. Die Stube hat geschlossen. Ja, und wie die Leute aus dem Dorf drauf sein müssen, können wir uns alle vorstellen. Puh, sogar die Shangshu war zu. Wie soll man das alles nüchtern ertragen? Ja, eine gute Frage. So, und Walker und die Teamkameraden sind jetzt schon fleißig dabei, beim Wiederaufbau zu helfen. Vorsicht, Tidus! Hier ist nicht alles trittfest. Von hier geht's nicht weiter. Okay. Gut, dann müssen wir natürlich diesen Weg gehen. Und mal gucken, was Yuna und die anderen treiben. Was findet hier jetzt statt?
What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew, from the beginning, what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Sehr verständlich.
Aber dieser eine Satz, until the end, das lassen wir mal genau so stehen. Und das war also dieses Ritual. Das Hotel immerhin scheint nichts abbekommen zu haben und wir konnten in aller Ruhe ausschlafen, so wie es aussieht. Aber dieses Ritual ist also dazu da, und der Junge macht mich gerade unfassbar nervös. Dem muss doch gleich schlecht werden. Wie auch immer, auf jeden Fall ist dieses Ritual dazu da, um also die Seelen der Toten zu besänftigen, damit sie nicht zu Monstern werden. Und so wissen wir also auch, wie Monster in dieser Welt entstehen. Okay, Junge, was machst du hier eigentlich? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball? Ja, ich werde ein Blitzball. Blitzballer, das kann auch jeder. Ich werde ein Blitzball. Ich werde zu Plastik und rund. Ja! Das ist natürlich ein klassischer Übersetzungsfehler. Ich gehe zumindest ganz stark davon aus. Ansonsten hat der Junge wirklich ein an der Waffel. So, was ist mit dir? Es ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Ja, und diesen Ort müsst ihr jetzt erstmal wieder ganz langsam aufbauen. Konnten Sie gut schlafen? Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Alles klar. Tidus ist wie immer der Letzte. Speichern tun wir mal nicht, sondern gehen dann mal zu unseren Freunden. Vielleicht können wir hier noch irgendwie was anderes tun, wie wir helfen können. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Okay. Ist nur die Frage, wo wartet er auf uns? Dort, wo er gestern war? Oder hier irgendwo? Aber hier sind die Dorfbewohner auch schon dabei, wieder alles aufzubauen. Und was hängst du hier rum? Es ist so viel kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich mit den Reparaturen anfangen soll. Du solltest erstmal anfangen, aufzustehen, mein lieber Herr. So, und was machst du hier? Dank der ehrwürdigen Juna konnten alle friedlich ins Abysseum. Welch Segen, wahrlich ein Segen, Jevons. Und was dieses Abysseum ist, das werden wir später auch noch herausfinden. Es sind noch so viele fremde Begriffe, mit denen wir momentan gar nichts anfangen können. Ach, da hinten ist Walker, aber wir gehen erstmal in die Stube. Die scheint jetzt wieder aufzuhaben. Hi. Oh, und da haben wir ein Albed-Lexikon. Ich wollte eigentlich mit den Typen quatschen, aber okay, dann stauben wir halt in der Stube das Albed-Lexikon Band 4 ab. Und wir wissen jetzt, dass das T zu einem D wird. Dieses ist nun ein Albed Öfinyaktan. Oder so? So, was mit dir los? Ich will nichts essen. Ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Immer glaube ich, seine Schatten zu sehen. Dass die alle seelisch einen mitbekommen haben, vor allem die, die auf dem Schiff auch dabei waren, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Ich habe den Laden zwar wieder aufgemacht, aber ohne Wache läuft einfach nichts. Das ist wohl wahr. Aber irgendwie müssen wir hier doch erstmal Hilfe anfordern, oder? Gut, was macht Walker hier? Ah, there you are. Be said, Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Walker. Hmm? Praying for victory is so good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Also zusammengefasst kann man wohl sagen, dass Blitzball tatsächlich die beste Ablenkung gegen die ganzen Sorgen sind und vielleicht auch die einzige richtige Art von Unterhaltung
darstellt für die Leute. Okay, wir sollen also zum Tempel von Kilika. Der hat anscheinend auch nichts abbekommen. Oh, wer bist denn du? Bärchen, lässt du die Finger davon? Oh, sie sind ja ein Kunde. Ah, und hier können wir ein paar Waffen kaufen. Ein Weisenstab zum Beispiel. Aber wir haben noch einen Weisenstab. Hä? Und unser ist deutlich besser. Auf jeden Fall haben diese ganzen Waffen hier die Fähigkeit durchschauen. Aber unser Weisenstab, den Yuna trägt, hat die Fähigkeit ja auch schon. Von daher müssen wir hier, glaube ich, nichts einkaufen. Und die ganzen Ausrüstungsgegenstände haben einfach nur HP plus 5%. Ich denke, unser Geld, 2200 Gil, können wir da erstmal aufsparen. Und ich überlege gerade, was es mit dieser Truhe auf sich hatte. Denn da bin ich gerade, ehrlich gesagt, überfragt. Alle hatten sich auf das Turnier gefreut, aber wegen Sinn. Wir Spieler können jetzt auch nicht mehr sorglos trainieren. Nee, das ist wohl wahr. Ach, und da ist noch ein Blitzballer. Also, es sieht so aus, als hätte Kilika ebenfalls ein Blitzball-Team. Wir Kilika Beasts würden die ganze Insel aufmuntern, indem wir den Pokal holen. Wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder weiter trainieren. Okay, dann mach das mal. Und wer bist du? Wegen des Gifts kann ich mich an nichts erinnern. Wie ich heiße, wo ich wohne. Ich hatte gehofft, dass mir jemand hilft, wenn ich hier ruhig sitzen bleibe und warte. Aber niemand nimmt mich wahr. Alle haben mit sich selbst genug zu tun. Ja, das... Oh, und das Schiff ist mittlerweile auch weg. Das ist natürlich die denkbar schlechteste Methode. Denn von nichts kommt bekanntlich nichts. Da solltest du dich schon selber auf den Weg machen, um praktisch nach dir selber zu suchen. Übrigens, da ich jetzt nicht mehr solche Renderprobleme habe, sollten die Parts jetzt auch wieder eher eine halbe Stunde lang als 25 Minuten lang werden. Ich hoffe, es wäre ein böser Traum. Und wenn ich aufwache, dann wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten. Vater. Okay, ich glaube, fast jeder hier hat irgendjemanden verloren. Und was ist mit dem Mädchen da? Ich glaube, es ist ihr Haus. Kann das sein? Oder es war ihr Haus. Das war knapp. Und noch ein Gebet zum Abschluss. Hey Mädchen, wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Ich höre auf zu singen. Ich glaube, das Mädchen wohnt hier. Und wenn ich mich richtig erinnere, genau, das Mädchen freut sich, bekommen wir eine kleine Belohnung. Können wir vorher nochmal mit dem Mädchen quatschen? Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester, deswegen geht's mir gut. Sehr schön, sie bleibt trotzdem positiv. Und wir bekommen einen Ether als Belohnung. Ich denke mal, das ist die Schwester. Jo. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Den hat der Kiste gehört dir. Nimm's ruhig, ein Dankeschön von mir. Haben wir schon genommen, aber trotzdem vielen Dank. Wir wollen natürlich alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann. Denn das können wir später bestimmt alles irgendwie irgendwann gebrauchen. So, ansonsten hat das Dorf jetzt nicht mehr so viel zu bieten. Wenn es denn wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst. Zerstörung und Wiederaufbau. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Oh ja, du sagst es. Aber ihr könnt halt auch nicht immer alles zerstört lassen. Geben wir noch eine Truhe? Ich wollte die Truhe. Es tut mir leid, er wurde von Sinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wenn er wehre Dinge von sich gibt. Okay, kein Ding. Ich wollte nur die drei Potions hier eigentlich nehmen. So, was ist mit dir? Was guckst du denn so? Das hier ist kein Zoo. Okay, alles klar. Dass die Leute alle völlig am Boden zerstört sind. Ich denke, da haben wir alle Nachsicht für. Und einige scheinen auch etwas von Sins Gift abbekommen zu haben. So wie Tidus auch. Vermutlich. So, aber jetzt mal so langsam auf zum Tempel. Aber vorher müssen wir anscheinend noch durch diesen Wald hier durch.
Ach, und Walker ist bei uns. Kurzer Blick zur Uhr. Ich denke, ein bisschen gehen wir noch weiter. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. Wow. What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Okay, Kimaui gibt die Richtung vor. Aber interessant, Yuna möchte uns also als Leibgarde oder überhaupt einfach nur dabei haben. Vielleicht hat das damit zu tun, beim letzten Mal auf dem Schiff haben wir uns ja mit ihr unterhalten. Und es stellte sich heraus, dass sie jemanden namens Jack kannte. Also einer, der genau den gleichen Namen wie Tides Vater trägt, beziehungsweise trug. Und dieser war eine Leibgarde von Yunas Vater. Und die zeitlichen Fakten haben eigentlich sehr gut übereinstimmt. Ich gehe erstmal hier den rechten Weg entlang. Ich glaube, Kämpfe, Zufallskämpfe können hier natürlich auch kommen. Ich hoffe mal aber, dass gerade keiner kommt. Hier finden wir erstmal zwei Wundersphäroiden in der Sackgasse. Auf jeden Fall, vor ungefähr 10 Jahren, ist Tides Vater ja gestorben, beziehungsweise verschwunden, denn ob er gestorben ist, hat sich ja niemals so richtig aufklären können. Er ist einfach nur spurlos verschwunden. Und genau vor 10 Jahren hatte eben Yunas Vater, Braska, unter anderem mit einem gewissen Jack seine Reise angetreten. Und natürlich spürt Yuna dadurch irgendeine vielleicht schicksalhafte Begegnung, dass sie gerade Tides begegnet ist. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering, dass beide wirklich den gleichen Jack kennen. Und da sind schon wieder irgendwelche Schriftzeichen. Bafu C-A-X. Was auch immer das bedeuten mag. Und da hinten erwartet uns schon ein etwas größerer Gegner. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den linken Pfad entlang, wobei mit einem Blick zur Uhr... Komm Leute, wir machen diesen Pfad vielleicht doch noch ein bisschen kürzer. Heute ist jetzt nicht so viel passiert, aber ich werde dafür, auch wenn das überhaupt in keinem Zusammenhang steht, einfach mal einen neuen Spielstand dafür speichern und anlegen. Und ich würde sagen, wo sind wir denn gerade? Im Kilikahain. Ich würde sagen... Diesen Wald schauen wir uns beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Was ich auch noch nebenbei, so ganz nebenbei bemerken wollte. Ich finde es sehr beachtlich, wie lange die... Hat auch nichts mit dem Spiel jetzt zu tun. Aber was ich sehr beachtlich finde, wie lange die PlayStation 3 Controller vom Akku her lang halten. Im Gegensatz zu den PS4 Controllern. Ich glaube, wie lange spielen wir dieses Spiel schon? Fast 5 Stunden. Und... Der Akku hat immer noch 2 von 3 Ladebalken. Ich kann mal ganz kurz gucken. Er hat immer noch 2 von 3 Ladebalken. Sensationell. Okay, liebe Leute, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Schnitt. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es erneut heißt Let's Play Final Fantasy X HD Remaster, wo wir uns dann hier im Kilikahain ein bisschen näher umschauen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.